Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit der Kartenbastelserie. Und zwar diese, wo man oben eine Wimpel machen soll und unten das Ganze sich so abspielt. Und zwar für einen Geburtstag. Diese Karten sind jetzt schon entstanden. Wen das interessiert, ich verlinke es euch oben beim i oder ich mache es unten in die Infobox. Und jetzt möchte ich sowas ähnliches wieder gestalten und jetzt möchte ich mit Sachen machen, die halt nicht jeder zu Hause hat, sage ich mal, einfach weil man eine Stanzmaschine benötigt beziehungsweise Stanzschablonen. Also hier drüben liegt wieder das, was man normal benötigt. Hier bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es auch wirklich brauche und jetzt werde ich basteln. Und zwar werde ich mir die Wimpelkette diesmal ausstanzen und zwar mit dieser Stanzschablone. Die habe ich bei AliExpress mir gekauft. Und hier Happy Birthday, da werde ich hier diese runde Schablone nehmen. Ich hätte auch hier noch so einen kleinen Schriftzug, ist mir aber derzeit zu klein, deswegen mache ich das große. So, das werde ich mir ausstanzen und zwar aus diesen beiden Papieren. Bin gespannt. Kann natürlich auch ein Fail werden. Ne? Ihr seid immer live dabei, wenn ich mir hier was ausdenke. Und ich werde diese Papiere nehmen. Die sind von Craft Emotion Paper Stack Botanical. Und da werde ich mir... Na, wo war's? Ich glaube hier das als Hintergrund aussuchen oder hier. Ich weiß es noch nicht ganz genau. So, was mache ich jetzt als erstes? Als allererstes stanze ich mir jetzt einmal mein Happy Birthday aus und meine Wimpelkette aus. Es geht weiter. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Das habe ich eben vergessen euch zu zeigen. Dieses Washi-Tape werde ich nehmen. Und ich muss mich jetzt leider gegen diese Papiere entscheiden. Oder mache ich das drunter? Da muss ich die Karte aber ein bisschen kürzen. Das kann ich auch machen. Okay, also diese Papiere, die ich vorhatte, die hier, das beißt sich einfach mit dem. Von daher nehme ich jetzt das ganz Einfache aus diesem Papier-Paperpad und zwar dieses. Ich habe hier eine Faltkarte genommen, die quadratisch ist. Die werde ich mir jetzt ein bisschen kürzen müssen, weil das Papier einfach nicht so breit ist. Ich brauche die Karte eigentlich gar nicht kürzen, weil ich kann ja so einen kleinen weißen Rand rausgucken lassen. Das werde ich jetzt auch machen. Also, ich mache jetzt dieses Papier, schneide ich mir auf diese Größe zurecht und habe dann halt rundherum so einen kleinen weißen Rand, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Wenn ich das gemacht habe, mache ich dieses Mal das doppelseitige Klebeband auf mein Blatt Papier. Jetzt ordne ich die ganzen Sachen an, die ich hier verwenden möchte. Ich habe mir hier noch so ein paar Glitzersteinchen hingelegt, die ich eventuell noch nehmen werde. Ich habe mir einmal die, also das wird komplett pink, also für ein Mädchen oder für eine Frau. Es gibt ja auch Frauen, die das mögen. Ich zum Beispiel. Und ja, das mache ich hier hin. Ich könnte das ja auch mal so machen. Hatte ich ja bei meinen Karten noch gar nicht. Ich hatte ja immer die andere Ecke. Wäre auch mal eine Idee. Und ich habe ja noch mein Washi-Tape, was farblich dazu passen soll. Ich könnte aber auch noch einen Streifen Papier hier hin machen, dass ich das hier unten... Oder fällt das dann wieder kaum auf? Wie mache ich das Ganze? Ihr seht, das Ganze ist immer gar nicht so einfach, weil man nicht so richtig weiß, ja, wie mache ich das jetzt? Aber zur Not, stanze ich mir das Ganze nochmal aus und mache halt noch eine weitere Karte. Und ich glaube, jetzt verstehen mich auch viele, wenn ich damals gesagt habe, so Karten basteln, da gibt es tausende von verschiedenen Möglichkeiten. Wenn ihr seht, was ich hier jetzt schon mal so allein nur mit das, was ich gerade mache, ne, was ich dafür verschiedene Sachen hinbekomme. Also das ist echt schon toll, was man da so basteln kann. So, ich werde jetzt hier das Washi-Tape einmal von links nach rechts machen. So, jetzt mache ich ganz, ganz vorsichtig das Washi-Tape hier ab, damit ich meinen weißen Rand wieder habe.
Wenn ich das gemacht habe, werde ich jetzt erstmal meine Wimpelkette anbringen. Wenn es einmal klebt, dann klebt es. Deswegen habe ich mir jetzt erst die Sachen so zurecht gemacht, die ich hier auch gerne dann verwenden möchte. Ja, was nehme ich hier? Ich denke mal, ich nehme doppelseitiges Klebeband. Aber dann brauche ich hier das dünne. Weil das dicke würde mir drüber gehen. Ich lege das einmal hier oben lang. Jetzt bringe ich noch die anderen Elemente drauf. Das werde ich einfach hier so dran kleben. Und das werde ich dann hier so draufsetzen. Ich werde aber so ein paar Glitzersteinchen noch rundherum machen. Einfach weil Glitzer für kleine Mädchen was Tolles ist. Und dieses Stanzteil, das mache ich jetzt mit Kleber hinten. Dafür nehme ich ganz einfach einen Prittstift. Und die Glückwunschkarte zum Geburtstag für ein Mädchen, würde ich jetzt mal sagen, ist fertig. Ja, so sieht sie aus. Hier kann man die noch ein bisschen biegen. Dann sieht man auch, dass das nicht festgeklebt ist. Sieht alles so ein bisschen, ja, mehr real aus. Und hier habe ich noch die Sternchen hingemacht, die hier ausgestanzt sind. Zwei sind irgendwie weg, keine Ahnung, aber drei reichen auch. Ja, ich finde es sehr, sehr cool. Ich zeige euch nochmal die anderen Varianten. Das ist die, die entstanden ist. Ich werde jetzt nochmal mit diesen Stanzschablonen nochmal andere Ansichten machen. Einfach nicht so kitschig. Ich versuche es zumindest. Fällt mir sehr, sehr schwer, weil ich selber so der Typ bin, der auf dieses Kitschige voll abfährt. Die Variante, die und die. Oben Wimpel, unten das Zentrum und hier sieht man das auch sehr schön. Oben Wimpel, unten das Zentrum. Und ja, ich finde die mega toll, muss ich echt sagen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Gerne könnt ihr mir auch euer Kommentar da lassen, ob ihr das gut findet, wie ich das jetzt so mit diesen Karten mache oder ob ihr das langweilig findet. Aber ich denke mal, das ist ja, jede Karte ist irgendwie doch was anderes. Das ist zumindest meine Meinung. So, meine Guten, das war's. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und dann bis bald, eure Katrin.